Willkommen zurück zu Kirby Triple Deluxe. Los geht's mit der vierten Welt, Hüte des Hochlands. Und dem wir im letzten Part Endboss Krakko in der dritten Welt besiegt haben. Eine Regenwolke, die man schon kennt von den allerfrühesten Kirby-Teilen. Wollen wir jetzt in den Regenwald. So sieht's zumindest aus. Laub ist hier hoffentlich erlaubt. Und du siehst genau gefräßig aus. Aber da unten sehe ich was versteckt, Achtung. Ah, clever. So ein Gegner im Vordergrund platziert, dass man hier nichts ahnt. Nicht mit mir, Freundchen. Mit Kirby sind keine halben Sachen zu machen. Baninje. Ah, ich wollte gerade sagen. Wäre doch gelacht, wenn hier nicht eine Tür dahinter ist. Okay. Ich kann das Gras wegschneiden im Vordergrund. Und ein Törtchen. Auch mal nett. Bist du so ein Fake-Stein? Ich dachte erst, du wärst Schoko. Schokotonat. Er denkt immer nur ans Essen. Es kommt vom lauter Kirby-Spielen. Oha. Ich habe einen Schlüssel und es kommt Hornram. Er hat mir voll aufs Horn genommen, ey. Warte. Ich wollte... So. So läuft's. Irgendwelche Einwände? Ich glaube, wenn man diese Fähigkeit nicht hat oder irgendwie sonst nicht das Laub wegmachen kann da im Vordergrund, dieses Gedruckse, ja, geh doch mal weg, Schlüssel. Kannst wohl einen Moment warten, ne? Das soll die Schwierigkeit sein. Also wenn man mit normalen Kirby hier antritt, da ist hier überall Gras im Vordergrund und man sieht nichts. Zum Beispiel hier. Keine Ahnung, wo die Tür sein könnte. So. Läuft. Siehst du? Also immer schön Unkraut jäten. Wenn es eure Eltern euch sagen. So, war das eine optionale Tür? 8 Tonnen. Jaja. Das ist schon klar, wo ich die fallen lassen könnte. Bums. Darf ich nochmal? Ach, hier oben geht's weiter. Kein Wunder. So, den 3DS nicht bewegen und trotzdem hier exzellent machen. Da gibt's auch den Sonnenstein als Belohnung. Souverän, souverän. Und hier geht's wieder raus anscheinend, ne? Oh, das ist doch Wunderbärchen anscheinend. Na du? Bums. Warte mal, wo war das jetzt? Okay. Ich werde nicht mehr zurückgebracht. Bums. Ich mag den Kirby mit dem Horn. Käfer-Kirby quasi. Der kann richtig schnell fliegen. Und der attackiert gut und schnell. Bums. Wo ich das erste Mal Käfer-Kirby im Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, ja, nee, ist klar. Aber hat durchaus, ist eine Bereicherung. Nicht hat eine Daseinsberechtigung, sondern ist eine Bereicherung. Okay. Oh, ich glaube. Warte, eine Idee wäre das. Ich glaube, eine zweite Idee, aber dafür muss ich, glaube ich... So, okay, passt. Alles, wie ich es wollte. Fragt sich nur, wo dieser Schlüssel jetzt schon wieder hinkommt. Was ist das hier für ein schlüsseliges Level? Ich brauche die... Läuft. Hier unten sind wir gefragt. Wie am Schnürchen, ey. Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Da. Und was hat es... Ja, hier geht's weiter. Okay. Keine Ahnung, ich hab jetzt gedacht, ich muss schnell sein oder irgendwas. Falsch gedacht. Zweiter der 3 Sonnensteine in diesem Level gehört mir. Gehört Kirby, ist okay. Gehört Kirby. So, ich will mich nicht mit Kirby anlegen, ey. Man kann sich keinen schlimmeren zum Feind machen. Als die Knutschkugel.
Hinter der nächsten Tür verbirgt sich nichts Berauschendes. Guck mal, der da. Das Horn genommen, ey. Läuft. Kann ich da hoch? Ja, kann ich. Hier gibt's aber nicht so viel zu entdecken. Unten womöglich umso mehr. Nein, ich dachte, was das war. Ich habe es erst nicht erkannt, dass es diese Pflanze sein soll. Diabolisch. Ich kann mich auch als Gärtner betätigen, das ist kein Problem. Käfer ist auf Pflanze sehr effektiv. So, warte mal, da geht's ja weiter runter, aber vielleicht... Ist da genau... Nee, da ist nichts, das sehe ich jetzt schon. Obwohl, es ja auch so aussieht, als wäre hier nichts. Ich gehe lang. Hier wird schon nichts sein, aber da unten ist was. Im Auge behalten die Situation. Pflanzen sind uns nicht gewachsen, ey. Wir haben ein Horn. Alles klar. Mal vorstellen, wie man da drankommt. Und der Anhänger. Sehr anhänglich. Das war geschenkt, der Bereich. Hat mir mehr Sorgen gemacht, als es irgendwie was gezeigt hätte. Schwupp. Und wupp. Was versteckt sich hier denn schon wieder alles? Bevor wir zum Sachlichen kommen. Oder zum Geschäftlichen. Ich mag Käfer-Kirby total. Das Fliegen allein ist schon mal relativ episch. So, das war ein Vogel. Bloß aufpassen, Flug ist ja sehr effektiv. Auf Käfer. Guck mal, der dritte Sonnenstein ist fast geschenkt. Liegt auf dem Weg. Alter, wenn ich mich noch einmal treffen lasse, ist es kaputt. Die Ehre. Nein! Boah, gut, da habe ich auch was eingesammelt. Ich glaube, ich könnte mich nochmal treffen lassen. Aber dennoch nicht empfehlenswert hier. Das war schon die letzte Station vor dem Ziel. Wer das nicht rafft, will zu viel. Ha, wieder so schwach. Wieder so schwach. Ja, der ist gut drauf, der hat gute Laune. Nom. Ich jetzt auch. Volle Energie. Geile Anhänger. Und der zweite Level hier in dieser vierten Welt will es jetzt wissen. Heiliges Hackfleisch, was mache ich hier bloß mit? Ich will immer den Levelnamen vorlesen, aber er hat nur die Welten Levelnamen. Bedauerlicherweise. Man schon jedem einzelnen Level einen Namen geben können. Unterwasser-Wahnsinn! Also irgendwas wird einem ja einfallen. Ich habe jetzt schon 4000 Videos hochgeladen. Und zu jedem Part einen Part-Titel quasi. Und es gibt vielleicht nur 5, 6 Partnamen, die doppelt aufgetreten sind. Müsste man meinen, mir geht so langsam die Idee aus, aber irgendwie nicht, ne? Mir fällt immer was ein. Oder irgendein Spruch geht immer. Bestimmt ist der Titelname dieses Parts ja total unkreativ. Verdammt, ich hab die Fähigkeit verloren. Aber wer mich länger verfolgt, der weiß vielleicht, was ich meine. Ich kann jetzt gar nicht so richtig gegen den Strom schwimmen. Man kann ja höchstens abbremsen, wie es scheint. Wenn überhaupt. Guck, unter dem Stern ist eine Tür. Das habe ich gesehen. Sehe ich aus wie ein Pfannkuchen oder was? Bomben. Bringt nicht so viel. Dankeschön. Gerade mal abgeholt hier. Sieht auch schon sonnensteinmäßig wieder ganz gut aus, was den Boss angeht. Ich denke mal, da werden wir nie Probleme bekommen. Man für den Boss-Level ja so und so viel... Upsa, Schande. So und so viel
Sonnensteine gefunden haben muss. Aber da muss man schon ein ganz schöner Spüllappen sein, dass man da in die Bredouille kommt. Ach, danke, Ketchupflasche. Die hilft auch noch sehr, ne? Regeneriert viel Energie des kleinen Kopfkissens. Und da kriege ich noch ein Törtchen oder was hinterher. Boss-Time Speer. Ich vertraue auf Bomben, ne? Ich habe Bomben gesammelt und die sind nie verkehrt. Gegen Mega Wheelie. Wenn ich mal treffen würde. Okay. Wow. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja. Wo bin ich? Ach da. Hey. Hallo. Okay, die Energie. Was ist mit dem los? Der geht ja voll ab. Bisschen regenerieren. Bomben, nein. Fähigkeit. Keine Fähigkeit mehr. Das sollte man trotzdem hinkriegen hier. Typischen Kirby-Fights. Wow! Schwupps ist der Fisch rasiert. Dann drehe ich halt mal am Rad. Ah, sehr gut. Wusste ich gar nicht, dass man mit dem Rad über Wasser, über die Wasseroberfläche laufen können. Radeln können. Wie soll man es nennen, ne? Ist ja alles voll ausgelegt hier. Auf eine Radtour. Na, um den Sonnenstein zu bekommen, kann ich denn von hier, ja? Müsst du gehen? Muahaha! Überragend! So, er ist der zweite von drei, das heißt, nichts verpasst. Wir sind ja relativ... Was? Dabei ist der zweite, da muss doch hier irgendwo... Oder ist ein Anhänger, was? Ach, das war das Ziel auch im Hintergrund? Upsa. Der aber nicht. Das heißt, der letzte muss irgendwo hier sein. Jetzt bin ich im Hintergrund, aber ich muss mal den Weg gehen. Nein, da muss der sein. Wo soll der sonst... Dankeschön. Wo muss der sonst sein? Gut. Na bitte, Brigitte! Wer ist Brigitte? So. Dann verduften wir am besten. Hey! Mir wird's zu nass hier. Wollte gerade sagen, ey, warum geht das nicht? Geht ja wohl. So, Freunde, jetzt mal wieder. Habt ihr gesehen? Pixel, genau. Maximum. Aber der Part ist noch nicht lang. Der Part ist noch nicht lang. Und deswegen gibt es noch einen dritten. Unter 15 Minuten. Das geht auf keine Kuh. Ich guck nochmal. 15 oder 19? 14 halt, ne? Das ist zu wenig. Ich kann jetzt die Party hier nicht beenden, deswegen weiter, weiter, weiter. Sieht aus, als hätten wir hier einiges gefunden, du. Level 3 und es sieht spannend aus. Hi. Hallo. Gucken wir mal. Da ist ein Schloss. Wollte gerade sagen, das Auge guckt mir noch hinterher. Dass man hier noch keine FSK 18 gemacht hat, das wundert mich ja total. Da ist ein Schlüssel drin. Wir müssen mal gucken, was ist links drin. Rechts. Rechts ist da, wo der Daumen links ist. Okay, ich schaue schon ab. Hier fühle ich mich sicherer. Ja, dieselbe Mucke wie beim Zirkus. Hm. Oh, ach so, mit dem Spiegel. Ich habe schon wieder nicht auf den Spiegel geachtet. Ja, ganz genau. Guck bloß. Ja.
Mann! Das ist ja noch schlimmer als bei dem Zirkus damals. Da unten ist was. Danke. Der Witz ist, der Boden ist zwar bei beiden Seiten da, aber eigentlich ist er durchlässig. Ich komme am besten nur nach hinten. Das interessiert mich, was vorne ist. Okay, hier geht's nicht weiter. Genius. Das ist noch geiler gemacht als bei dem Zirkus-Level. Nur die Fail-Rate ist damit höher. Wow, Puzzleteile. Stachliger Kollege? Da! Ich glaube, der gefällt mir nicht. Doch, doch. Hä? Sie sehen aus wie Sniffits. Als Geister. Sieht auf jeden Fall sehr Mario-mäßig aus. Hier spukt es. Ey, aber der Soundtrack macht Laune. Die meisten Soundtracks von Kirby Triple Deluxe leider Mittelmaß. Also nicht legendär, sagen wir es lieber so. Aber der hier bleibt im Ohr. Auch nicht legendär, aber bislang mein Favoriten-Soundtrack. Ich habe den bisher nur als Zirkus gesehen, aber so als Gruselschloss, Trickschloss, hat er was Episches. Gucken wir mal. Da unten ist das Objekt unserer Begierde. Und wir müssen das irgendwie schaffen, ne? Ja. Bisschen mit ruhiger Hand zielen und dann geht das hier klar. War schon nicht übel. Ich glaube, man fällt hier eher, wenn man erstmal versucht, einfach so drauf zu ballern, ohne zu gucken, dass in der Mitte so ein Block ist. Aber da ist man ja schon ein ganz schöner Schinken. Oh, wie dumm. Das war voll vorberechnet, ne? Was ist denn hier jetzt los? Von wegen ohne Netz und doppelten Boden. Mit fünffachem Boden, ey. Aber ohne Netz. Ja, ich sehe euch, Kein Problem. Uha. Sehr gut. Immer schön auf den Hintergrund achten. Könnte sich was verstecken. Epic. Schon geil gemacht. Wenn man das immer abwechselt, dann achtet man da voll drauf. Jetzt war ja nur der Hintergrund. Schön. Nicht die größte Challenge, aber deswegen gibt es hier auch 4 Sonnensteine. Das war die Nummer 2. Da, bam, 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 da. Gefällt mir nicht. Ja, da ist die Tür, habe ich schon gesehen. Aber wie, da ist die Tür, warte mal. Dann gehen wir erstmal durch die Geheimtür. What the F? Kann man sich aussuchen? Oha. Hä? Ja, die erwachen zum Leben, wenn man den nimmt. Nein? Warum nicht? Mega Nova Kirby! Kirby digitiert zu Color Kirby! Wenn ich da jetzt was anrichten kann bei denen. Nein? Wieso seid ihr denn da? Zur Deko? Wer soll euch denn das abkaufen? Sag ich doch. Das werdet ihr bereuen. Müllschlucker Kirby, ey. Damit holt ihr mich nicht mehr. Ich habe die ganze Zeit mit gerechnet, dass ihr immer zum Leben erwacht. Mich schon enttäuscht, dass ihr mich so lange habt warten lassen. So, der nächste Schlüssel, wahrscheinlich hier ganz rechts. Oder wenn man den besiegt.
Wunderschön. Ist die Ampel grün, ist das wunderschön. Fährst du über Rot, bist du tot. Bücher. Hat Kirby zum Fressen gern. Wenigstens einer kann mit Büchern was anfangen. Nee, ich war früher auch ein Bücherwurm. Aber dann kam diese Sache mit dem PC und Internet. Da war der Fisch rasiert. Keine Zeit mehr, ein Buch zu lesen oder so. Kein Bock. So, aber bevor wir uns da vertiefen, müssen wir überlegen, hey, die ganzen Büchereien und Bibliotheken auf der Welt, die werden immer... Die klagen über rückgehenden Umsatz. Weil heutzutage alles nicht mehr so gefragt ist. Jetzt will ich aber wissen, was die damit bezwecken wollen. Ich habe gedacht, ich kann die Bilder einsaugen. Mal gucken. Das da will ich. Ach, jetzt werden die echt durch das Sonnenlicht. Da sehe ich noch was Spannendes. Yay! Ja, ich will da raus. Mach mal auf. Das geht bestimmt aufzureißen oder so. Hi! Und der vierte von vier. Menschenskinder, es läuft. Also in Sachen Sonnensteine sind wir echt gut dabei. Kann ich jetzt durch? Achso. Sag das doch! Warum nicht gleich so? Ziel! In einem schönen Raum hier. Ein Arbeitszimmer mit Büchern auf dem Boden. Okay, vergiss es. Kam mir schon ein bisschen spanisch vor. Dass hier einfach so ein Raum ist, wo das Ziel zu sein scheint. Bin ja hier nicht von vorgestern. Vielleicht ja doch, wenn er es schafft, mich zu besiegen. Okay, er wird immer was anderes finden. Ich muss alles einsaugen. Das macht er auch erst, wenn er merkt, dass die Gefahr vorüber ist. Nicht schlecht. KKK? Ah, das Klavier sowieso noch. Das geht erst ab einem bestimmten Zeitpunkt. Kann man nichts machen. Oder wenn er versucht, mich zu erwischen. Gehen das langsam die Sachen aus, ne? Ja. Irgendwie hat das Spiel viele Parallelen zu Mario 64. Da braucht man keinen weiteren Kommentar bringen. Und die Zunge sieht irgendwie genial animiert aus. Frag mich nur, wie will Kirby so ein ganzes Klavierchen auffuttern? So! Nom. Komm, mach einen auf Luigis Mansion! Überragend, braucht den Schreck weg, wenn er Kirby haben kann. So, dürfen wir jetzt? Dankeschön, das war doch mal ein langer Level, der war auch genial, innovativ. Hat mir gefallen. Und Kirby probiert's mal wieder und versagt erneut. Aber da gibt's, glaube ich, was zu essen dafür. Und Energie können wir gerade gebrauchen, deswegen feiern wir das ab. Wie er es gerade tut. Nom nom nom. Oh, hier, der Kirby Streamland. Super, das ist der allererste Kirby. Der war ja nur ein Platzhalter. Habe ich auch schon mal erzählt, ne? Man war sich nicht einig, was für ein Held es im ersten Kirby-Spiel geben sollte. Hat man erstmal einfach so einen Runden gemacht und er sollte später ersetzt werden. Aber alle fanden ihn so süß, dass sie ihn gelassen haben. Freunde, Daumen hoch und bis dann und ciao!